Meine Damen und Herren, mein Name ist Ulrich Breyer, Rechtsanwalt und Steuerberater, aber vor allem seit über 30 Jahren Dozent bei der Steuerfachschule Dr. Endres, und zwar in der Steuerberaterausbildung. Dort mache ich im Wesentlichen die Fächer Körperschaftssteuer und Umwandlungssteuerrecht, und die Erfahrung vieler, vieler Jahre zeigt, dass im Bereich der Körperschaftssteuer die Grundsysteme der verdeckten Gewinn- und der verdeckten Einlage, insbesondere was ist es denn, VGA oder Einlage oder vielleicht gar nichts, immer wieder verwechselt werden, bis hin auch bei gut vorbereiteten Leuten in der Steuerberaterprüfung. Und das ist natürlich, ich sage es mal gelinde, nicht gut. Und ich wollte mal in gebotener Kürze einen Überblick geben, gar nicht über die einzelnen Rechtsfolgen, sondern nur damit Sie sicher sind, wo bin ich? Verdeckte Gewinnerschüttung, verdeckte Einlage oder gar nichts? Unterschied. Beides sind gesellschaftsrechtliche Vorgänge. In der Regel der Preis zwischen GmbH und ihrem Gesellschafter oder nahestehender Person stimmt nicht. Wir sagen, das ist ein gesellschaftsrechtlich veranlasster, fremdunüblicher Vorgang. Und entscheidend für die Frage der verdeckten Gewinnausschüttung wie auch für die verdeckte Einlage ist die Zuwendungsrichtung. Bitte, da muss man teilweise sehr sorgfältig, notfalls durch Aufzeichnen überlegen, wer wendet wem den Vorteil zu. Die verdeckte Gewinnausschüttung, da wendet die GmbH ihrem Anteilseigner oder einer nahestehenden Person einen Vorteil zu. Die GmbH hat einen Nachteil, der Gesellschafter oder nahestehende Person einen Vorteil. Bei der Einlage, verdeckten Einlage, ist es natürlich genau umgekehrt. Der Preis ist falsch und der Gesellschafter, der Anteilseigner oder eine ihm nahestehende Person wendet der GmbH einen Vorteil zu. Die GmbH hat ein positives Geschäft gemacht. Beim Gesellschafter ist der Nachteil. Das kann eine verdeckte Einlage nur sein. Und bei der verdeckten Einlage, und das ist immer noch das, was dann noch entschieden werden muss, kann es ein einlagefähiger Vermögensvorteil sein. Eine echte verdeckte Einlage, die beim Gesellschafter und bei der GmbH die Rechtsfolgen der verdeckten Einlage auslöst, über die ich heute gar nicht im Detail sprechen möchte. Oder es ist zwar ein Vorteil vom Gesellschafter an die GmbH, aber er besteht in einem nicht einlagefähigen Vermögensvorteil, einem sogenannten bloßen Nutzungs- und Gebrauchsvorteil. Und das ist keine verdeckte Einlage. Das löst keine Rechtsfolgen beim Gesellschafter und seiner Gesellschaft aus. Und das Ganze anhand zwei kurzer Beispiele, über die man durchaus nachdenken muss. Aber wenn man es verstanden hat, macht man das nicht mehr falsch. Ich habe drüber geschrieben, Klassiker des Irrtums, des Fehlers, bis hin in die Beraterprüfung. Erstes Beispiel. A ist Gesellschafter der AGmbH. A gibt der AGmbH ein Darlehen. Und jetzt muss natürlich eigentlich die AGmbH wie jeder Darlehensnehmer Zinsen zahlen. Das habe ich geschrieben, nochmal. A gibt seiner AGmbH ein Darlehen, 500.000. Der fremdübliche angemessene Zins, was ein Fremder verlangen würde für die 500.000, sind 5% im Jahr, 25.000. Und nun kommt Ihr, ich hätte bald gesagt, Klausurfall. Vereinbart, fremdunüblich, gesellschaftsrechtlich veranlasst, sind erstens 10%. Das heißt, die AGmbH zahlt 50.000 und damit 25.000 zu viel, oder 0%. Die AGmbH zahlt 25.000 zu wenig, sie zahlt überhaupt keine Zinsen. Lösung. Der Zinssatz ist 10%. Das ist ein Vorteil, den die AGmbH dem A zuweist. Sie zahlt
zu viel Zinsen. Das ist eine verdeckte Gewinnausschüttung, 25.000. Vorteilszuwendung von A GmbH, zu viel Zinsen an A. Nachteil A GmbH, Vorteil A. Lösung zu zweit, Zinssatz 0. Das ist keine verdeckte Einlage von A in die A GmbH. Der A, der das Darlehen gibt, verlangt keine Zinsen. Das ist ein Riesenvorteil für die A GmbH. Könnte eine verdeckte Einlage sein. Denn wir haben eine Vorteilszuwendung von, wenn Sie so wollen, 25.000. Die A GmbH braucht keine Zinsen zahlen. Aber das ist ein bloßer Nutzungs- und Gebrauchsvorteil von A an seine A GmbH. Kein einlagefähiges Wirtschaftsgut. Keine verdeckte Einlage im Ergebnis, weder auf der Ebene des A noch auf der Ebene der A GmbH sind die Rechtsfolgen einer verdeckten Einlage zu ziehen. Zweiter Fall, Beispiel. A, wieder hat Alleingesellschafter der A GmbH, natürlich diesmal umgekehrt. Die A GmbH gibt dem A das Darlehen. Und jetzt ist natürlich die Frage, Zinsen A an seine GmbH. Also nochmal, die A GmbH gibt diesmal dem A das Darlehen von 500.000. Wieder ist natürlich der angemessene, fremdübliche Zins 5% pro Jahr 25.000. Wieder werden vereinbart, gesellschaftsrechtlich veranlasst, gibt es unter Dritten nicht. 0%. Das heißt, die A GmbH kriegt keine Zinsen von A, 25.000 zu wenig. Oder 10%, 50.000. Die A GmbH kriegt 25.000 zu viel Zinsen, die sie von einem Fremden gar nicht kriegen würde. Lösung zu 1, Zinssatz 0. Das Geschäft ist schlecht für die A GmbH. Sie kriegt null Zinsen für ein Darlehen, was sie gibt, obwohl sie 25.000 kriegen würde von einem fremden Dritten. VGA 25.000, Nachteil der GmbH, Vorteil des A. Wir haben eine Vorteilszuwendung der A GmbH, zu wenig Zinsen von A an A. Lösung 2, und das ist der Klassiker, der, sehen Sie es mir nach, immer falsch gemacht wird. Der Zinssatz ist diesmal zu hoch. A zahlt zu viel Zinsen. Das ist ein Vorteil, den der A GmbH bekommt. Die A GmbH kriegt viel zu viel Zinsen. Aber das ist nicht nur ein Vorteil, das ist diesmal auch eine verdeckte Einlage. Warum? Diesmal ist es nicht nur eine Vorteilszuwendung von A an seine A GmbH, sondern er zahlt ja zu viel Geld. Bitte, das ist doch ein einlagefähiges Wirtschaftsgut, das Geld, was er zu viel zahlt. Das heißt, mein zweiter Fall, Lösung 2, ist eine verdeckte Einlage. Und damit sind bei A und bei der A GmbH für die 25.000 verdeckte Einlage die Rechtsfolgen der verdeckten Einlage zu ziehen. Das in gebotener Kürze. Bitte, das machen Sie hoffentlich nie mehr falsch. Überlegen Sie sich diese Fälle, lösen Sie sie blind und Sie werden ganz schnell merken, ist nicht schwer und damit ist ein zentrales Problem und Irrtumsfeld beseitigt. Viel Spaß und bis demnächst vielleicht mal.